Wenn du wüsstest, wie eine freundliche Mitarbeiterstruktur in Freikirchen aussehen könnte. Ich bin mir sicher, du würdest den anstehenden Pastorenmangel auch als Segen betrachten. Idea Spektrum, November 2022. Der Rektor der bedeutenden deutschen Hochschule, der FTH Gießen, Professor Dr. Stefan Holthaus, sagt, Deutschland steht vor einem katastrophalen Pastorenmangel. Und er ist nicht der Einzige, der das sagt. Wer sich auskennt, weiß, viele Gemeinden bleiben ohne Pastor, weil es einfach keine Pastoren auf dem Markt gibt. Den Kirchen und Gemeinden fehlt der Nachwuchs. Aber kann darin nicht auch ein Segen liegen? Mir ist das neulich in einem Mentoring-Gespräch mit einem Teilnehmer unseres BTA-Dualprogramms aufgegangen. In den nächsten Minuten will ich dir zeigen, wo die Chancen liegen. Mein Name ist Alexander Drews. Ich freue mich, dich auf diese gedankliche Reise über eine freundliche Mitarbeiterstruktur mitzunehmen. Wenn du wüsstest, theologische Wow-Momente, präsentiert von der BTA Wiedenest. Wie sieht aktuell die Mitarbeiterstruktur in Freikirchen aus? Die meisten Freikirchen kennen nur zwei Formen von Mitarbeitern, Hauptamtliche und Ehrenamtliche. Hauptamtliche, das sind, so will ich es mal einfach sagen, mindestens 70% angestellte Personen, meist Pastoren, immer wieder finden sich auch Kinder- und Jugendreferenten unter ihnen. Daneben gibt es eine diffuse Zahl von Ehrenamtlichen. Jede Gemeinde, jede Freikirche wünscht sich Ehrenamtliche, aber nur wenige machen sich die Mühe zu verstehen, welche vielfältigen Bedürfnisse ehrenamtliche Mitarbeiter haben und wie man ihnen begegnen kann. Warum ist jetzt der Pastorenmangel eine Chance? Nun, ich sehe zwei gravierende Trends in unseren Freikirchen. Der eine Trend ist, die eierlegende Wollmilchsau stirbt aus. Und übrigens ist es auch gut so. Die eierlegende Wollmilchsau stirbt aus. Das klassische Pastorenbild suggeriert vielen Menschen, der Pastor ist die ausgebildete Fachkraft, zudem auch noch angestellt. Das heißt, er hat wirklich Zeit. Alles, was in der Gemeinde anfällt, müsste der Pastor mehr oder weniger tun können. Er ist doch ausgebildet. Und dann machen wir auf der Suche nach weiteren Pastoren, stellen wir fest, die Generation der 20, 40 bis 40-Jährigen liebt den Herrn Jesus, möchte aber nicht so arbeiten. Im Ergebnis passiert es dann, dass Gemeinden niemanden finden, der von der Babyparty bis zum Seniorengeburtstag alles mitmacht. Ein zweiter Trend. Die Arbeitsformen von Arbeit haben sich komplett verändert. Nur in der Gemeinde offensichtlich nicht, so mein Eindruck. Selten war die Arbeitswelt so vielfältig und bunt in ihren Formen. Letzten Sonntag noch in meiner Gemeinde höre ich von einem ITler, der zu 99% im Homeoffice arbeitet. Und weil er und seine Frau das Warme lieben, sind sie gerade in Griechenland und prüfen als Familie, ob sie nicht nach Griechenland umziehen. Seinen Job kann er dann ja auch bei 30 Grad im Schatten erledigen. Warum könnte der Pastorenmangel also jetzt eine Chance darstellen? Stell dir vor, Kirchen und Gemeinden, Freikirchen, vor allem die ich sehe, verändern sich und beleben die Wahrheiten im Neuen Testament. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 10 lesen wir, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Haushalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Wie könnte also
ein Modell aussehen, in dem die Fülle der Gnade Gottes, das, wovon wir gerade gelesen haben, und auch die Vielfalt seiner Zuwendung aussehen kann. Wie wäre es, wenn sich eine Gemeinde auf den Weg macht, ihre Mitarbeiterstruktur komplett zu überdenken und dann, das wäre auch wichtig, transparent zu machen? Wie könnte so etwas aussehen? Ich habe mal vor einiger Zeit mir da Gedanken gemacht. Zum einen glaube ich, dass wenn wir als Freikirche einen bedeutenden Unterschied in dieser Welt beitragen wollen, brauchen wir Menschen, die hauptamtlich arbeiten. Aber warum muss es immer derjenige sein, der zu 70% angestellt ist oder mehr? Wieso könnten wir nicht über hauptamtliche bezahlte Mitarbeiter denken, die jeweils alle einen Minijob haben von 520 oder 530 Euro, meine ich jetzt. Oder es gibt lauter Angestellte, Hauptamtliche, die neben ihrem Beruf auch noch eine Teilzeittätigkeit haben. Das wäre der eine Punkt. Das zweite, und da sind mir Menschen tatsächlich begegnet, wie wäre es, wenn wir unbezahlte Hauptamtliche hätten? Du denkst, unbezahlte Hauptamtliche, was ist das? Ich hörte mal von einem Christen, der war um die 55 Jahre alt. Er war ein hoher Beamter und wurde mit 55 erfolgreich pensioniert. Und er ist dann zu seinem Pastor gegangen und gesagt, ich bin sehr gut im Organisieren. Ich bin bereit, hier das Gemeindebüro zu leiten. Und der Pastor war so klug, dass er mit ihm Rahmenbedingungen abgesprochen hat. Und dieser Mann kam jede Woche 20 Stunden ins Gemeindebüro und hat das Gemeindebüro organisiert. Er war so weise und so klug zu sagen, ein Auskommen durch meine Pension habe ich ja schon. Ich brauche also kein Gehalt von der Gemeinde. Aber ich investiere Zeit. Ich bin ein unbezahlter Hauptamtlicher im Reich Gottes. Die nächste Kategorie wären ehrenamtliche leitende Mitarbeiter. Und wir machen das transparent und sagen, wenn du als ehrenamtlich leitender Mitarbeiter bei uns wirklich mitmachen möchtest und auch ein Change einführen willst, dann erwarten wir von dir, dass du round about 10 bis 14, 15 Stunden in der Woche investierst. Das kann man manchmal, je nach Job, kann man durchaus. Und man kann Teil einer Entwicklung und einer Bewegung werden, auch wenn man nur ehrenamtlich leitet. Als nächstes wären ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich bereit erklären und sagen, ich kann ungefähr 5 bis 10 Stunden in der Woche investieren. Und dann hätten wir ehrenamtliche Mitarbeiter, die sagen, sorry, ich bin junge Mutter, ich habe drei Kinder und ich möchte etwas für das Reich Gottes tun, aber ich schaff's nur ein Stündchen in der Woche. Alles gut. Und wir schaffen Möglichkeiten in der Gemeinde, dass auch solche Arbeitsformen entstehen können. Wir werden transparent in dem, was wir erwarten und in dem, was Menschen beitragen können. Und dann nennen wir zu guter Letzt noch Mitarbeiter im Boxenstopp, so nenne ich sie mal. Das sind Mitarbeiter, die eine gewisse Wegstrecke gegangen sind und jetzt einfach eine Zeit der Ruhe, der Muße und des Auftankens brauchen. Das ist eine komplett neue Idee, wenn wir dieses alte Bild von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen aufdröseln und wenn wir die Weite zeigen, die es möglich ist. Das, was der erste Petrusbrief in Kapitel 4 andeutet, wir haben eine vielfältige Art und Weise. Jeder hat etwas beizutragen und kann es dann in der entsprechenden Form tun. Was hat diese Erkenntnis mit meinem persönlichen Leben zu tun? Nun, für mich ist jeder Christ, jede Christin ein Theologe, eine Theologin. Theologie ist ja schlicht gesagt einfach die Erkenntnis, ein Bild über Gott und sein Handeln in der Welt mit uns. Mich würde es begeistern, wenn Gemeinden die Theologie und die geistlichen Dienste wieder einfach in die Hände von Normalos geben würden. Die können sich ja weiterbilden. Und Möglichkeiten gibt es doch genug. Eine Art Grassroots Theology.
eine Theologie, die von der Basis kommt. Das haben viele Freikirchen in der Vergangenheit auch ausgezeichnet. Und das haben sie auch so gelebt. Ich glaube, dass Freikirchen wirklich einen Unterschied bewirken könnten, wenn sie eine freundliche und eine vielfältige Mitarbeiterstruktur entwickeln und sie auch transparent machen. Wenn du mehr über diesen Ansatz lesen möchtest, es gäbe vielleicht diesen englischen Titel, der spannend ist, vor allem am Mindset orientiert, Simon Chan, Grassroots Asian Theology, Thinking the Faith from the Ground Up. Chan geht dahin und sagt, wir brauchen wieder eine Bewegung aus der Basis, dass die Theologie die Basis prägt und aus der Basis dann auch die Wirklichkeit verändert. Vielen Dank fürs Anhören der Folge. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns sehr über deine Bewertung freuen. Auf wiedenest.de findest du uns online, denn Wenn du wüsstest, ist eine Produktion von Wiedenest Studios. Wir freuen uns, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.